Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Spielefans, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Kommentar von mir über die Gaming-Branche. Wir leben in einer fantastischen Zeit im Moment. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Spieleentwicklung demokratisiert haben. Das heißt, jeder kann sich eine Unreal Engine oder eine Unity Engine runterladen, kann darin ein Spiel entwickeln, kann dieses Spiel für relativ wenig Geld, sind $100, auf Steam bringen und kann dort sein Glück versuchen, Millionär zu werden. Wir leben gerade in einer sehr beschissenen Zeit, denn wir leben in der Zeit der Demokratisierung der Spielebranche. Das heißt, jeder kann sich eine Unreal Engine nehmen, kann sich eine Unity Engine nehmen, kann da drin ein Spiel programmieren und kann das für relativ wenig Geld, nämlich $100, auf Steam releasen. Ja, das sind die beiden Seiten der Medaille, die wir leider haben zurzeit. Das klassische Modell der Spieleentwicklung war, es gab einen großen Publisher. Nein, ich fange noch weiter vorne an. Es gab die Zeiten, da gab es einen großen Hardwarehersteller, der für seine Hardware Spiele wollte und Ingenieure damit beauftragte, Spiele für seine Hardware zu programmieren. Was man damals noch auf Cartridges gemacht hat, also sprich ingenieursmäßig Platinen gelötet hat, damit die entsprechenden Stromkreise das entsprechende Bild auf dem Bildschirm zaubern. In dieser Zeit arbeitete ein Größenwahnsinniger namens Steve Jobs bei Atari und hat eine Wahnsinnsidee propagiert, die er aber nicht umgesetzt bekommen hat. Und er hatte zum Glück einen Freund, der ein sehr guter Ingenieur war, aber nicht größenwahnsinnig, nämlich Steve Wozniak. Und der hat dann ihm sein Spiel programmiert. Und genauso war es auch mit den Computern. Steve Jobs hatte die Idee, wir müssen einen Computer machen, den jeder benutzen kann, ist losgetigert, hat die Dinger tausendfach verkauft und Steve Wozniak hat die Dinger gebaut. Steve Jobs war der Designer, der Verkäufer. Aber er hatte einen, der geliefert hat, sonst wäre Steve Jobs die größte Betrugsmasche der Welt gewesen. Sagen wir es einfach mal so. Damit die Spieleentwickler dann, endlich mal einen Namen kriegen, gab es eine Firma, die sich gegründet hat, die hieß Electronic Arts, also elektronische Künste, und die wollte den Künstler in den Vordergrund stellen und wollte den Künstler gut bezahlen und machte sich zum Publisher von Spielen. Heißt mit anderen Worten, du konntest ein Spiel einreichen und das hieß dann Steve Jobs Alien Invader. Oder es hieß Sid Meier's Civilization. Oder es hieß, keine Ahnung. Also mit anderen Worten, dort wurden die Spieleentwickler von heute, die großen Namen, die Legenden erschaffen, weil zum ersten Mal die Namen dessen auf die Packung kamen, die das Spiel eigentlich auch wirklich entwickelt hatten. Denn vorher wusste man das nicht. Da kam das Spiel von Atari und wer das entwickelt hat, egal. Völlig für den Arsch, hat keinen interessiert. So, dann wurden die Namen bekannt. Dann wurden Namen bekannt wie Peter Molyneux, Sid Meier, Chris Roberts, wie die alle hießen. Die wurden in der Zeit bekannt, wo man die Namen der Spieleentwickler auf die Packung schrieb. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber gut. Wie hat dieses Publishing-System denn funktioniert? Ich hatte eine grandiose Idee, war ein absolut cooler Geek, habe eine Wahnsinns-Design-Dokumentation geschrieben, habe dazu einen Prototypen programmiert, habe das an einen Publisher geschickt, der sich das angeguckt hat und hat gesagt, wie alt ist der Typ? 3 Jahre alt, was ist denn das für ein Scheiß? Schickt zurück, sagt danke, kein Interesse. Das Spiel hat nie das Licht der Welt gesehen, weil
der Publisher gesagt hat, nope, nannte man auch Gatekeepers. So, die Gatekeepers sind aber heutzutage gefallen, heißt mit anderen Worten, jeder kann ein Spiel entwickeln. Es gibt keinen Gatekeeper mehr. Jeder kann das Ding in Handel bringen und gut ist. Und dann entscheidet der Käufer darüber, ob er das Spiel mag oder nicht. Kapitalismus pur. Ist Steam. Auf Steam kann jeder seinen Scheiß veröffentlichen und die ganze Welt erreichen. Und wenn er Käufer findet, gut, und wenn nicht, dann nicht gut. Pech gehabt. Es gibt grandiose Spiele, gemacht von einzelnen Personen, die auf Steam überhaupt nicht gesehen werden. Es gibt grandiose Scheiße, gemacht von 600-Mann-Teams, die auf Steam wahnsinnig promotet werden und dann zerrobt werden. Wir leben in so einer Zeit. Was willst du darüber eigentlich jetzt sagen mit diesem Video? Naja, ich will euch darüber mal aufklären, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen, die alleine ein Spiel entwickeln, auf ihre LinkedIn-Seite schreiben, CEO von. Ich will darauf hinweisen, dass wir in einer Zeit leben, wo 13-Jährige in Computerspieleforen gehen und sagen, hey, ich möchte entwickeln lernen, weil mein Plan ist, ein Spiel zu machen wie GTA 5. Ich rede von Zeiten, wo Menschen sagen, wir machen das Größte, massively, online, Multiplayer, Universe, wo wir mit Raumschiffen durchfliegen können und Planeten erkunden können und Sternensysteme haben bis zum Erbrechen und die Leute heißen Chris Roberts und sammeln Millionen ein und werden über Jahre beschimpft als Scammer, als größter Betrug des Jahrzehnts. Und dann liefern sie die, wie heißt das Ding nochmal, Sky Engine? Star Engine heißt's. Und alle schweigen und sagen, what the heck, was hat der da fabriziert? Das war doch bisher so gar nicht denkbar. Das ist ja, boah, ja, genau. Wir haben da draußen Visionäre. Wir haben da draußen Visionäre mit Skill und wir haben da draußen Visionäre ohne Skill. Und wenn die Visionäre ohne Skill Kickstarter entdecken, dann werden Spiele gefoundet, die niemals angefangen werden zu programmieren. The Mandate, Riesenversprechen. Ich habe keine einzige Zeile Code gesehen von dem Spiel. Nie. Meine $75 sind weg. Wenn große Künstler ohne Vision ein Spiel machen, dann heißt das Spiel ist altbacken. Sorry, ich musste einen Husten rauscutten. Dann heißt das Spiel ist Das Spiel ist altbacken, haben sie gesagt. Ne? Es gibt doch mittlerweile modernere Aufbauspiele. Es gibt modernere Spiele in dem Genre. Also das, was die da machen da in Ingelheim, diese Pioneers of Pagonia-Leute, ist doch altbacken. Ganz im Ernst, das Pioneers of Pagonia ist von einem Menschen gemacht mit 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Der hat sein Team gesehen, der hat seine Idee gesehen und er hat gesagt, wir können es so und so umsetzen mit den Leuten in dem Zeitraum und dem Preis verlangen. Und das wird umgesetzt. Und dann gibt es Leute, die träumen davon, ein wahnsinns geiles Spiel zu machen. Und übernehmen sich komplett und dann wird The Day Before veröffentlicht. so am Limit. Dass sie pleite sind 4 Tage, nachdem sie es released haben. Und ich glaube, das waren Visionäre ohne Skill. Die haben dann irgendwie versucht, ihre Vision ins Leben zu erwecken und dann haben sie es halt komplett verkackt. Das ist halt unsere Zeit, Leute. Nicht jeder, der ein Spiel macht und scheitert, ist ein Betrüger.
weil nicht jeder, der ein Spiel macht und scheitert, überhaupt den Skill hat, das Spiel zu machen, was er da vor seinen Augen sieht. Und manche haben halt nicht die Erfahrung und die haben nicht diese... Also, ich sag's mal ganz brutal. Ich lerne die Unity Engine und ich hätte schon Spiele releasen können, wenn ich nicht diesen moralischen Kompass hätte und sagen würde, ja, das ist vielleicht nicht der Qualitätsstandard, um dieses Geld zu verlangen. Wenn ich rein aus meiner Vorstellungskraft, aus meiner Imagination heraus, aus meiner Vision heraus Spiele verkaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich Käufer finden, aber niemals abliefern. Wäre ich dann Betrüger? Gut, ich hätte vielleicht noch so viel kaufmännisches Wissen, dass ich sagen würde, okay, ich habe so viel Geld eingesammelt, jetzt lass uns einen Programmierer suchen, der mir das Scheißding programmiert, wenn ich es nicht hinkriege. Ja, also ich meine, es gibt ja Mittel und Wege, aber es gibt halt auch Leute, die haben einfach nur Ideen. Und ich meine, die Foren sind voll von 13-Jährigen, die das nächste WoW oder das nächste GTA 5 programmieren wollen. Und die dafür Leute suchen, die ihnen helfen, weil, also ich habe eine Wahnsinns-Idee, aber ich brauche Leute, die mir es programmieren, ich brauche Grafiker, die die Grafik machen, ich brauche Musiker, die die Musik machen. Und also ich habe nur die Idee und ich gebe euch 50% ab vom Gewinn, den wir machen, weil es ist ja meine Idee, die ihr umsetzt. Diese Leute gibt's en Hauf da draußen. Einer der Gründe, warum ich Programmieren lerne, Musik lerne und Grafik lerne, ist, dass ich keinen fragen will, ob er mein Partner wird. So hart's klingt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, du wirst ausgelacht. Du wirst einfach ausgelacht. Jeder, der programmieren kann, hat 10 Freunde, die ihm Ideen verkaufen wollen für 50%. Und er hat selbst 100 Ideen, die er gerne umgesetzt sehen würde. Jeder, der da draußen Grafik kann, hat 100 Ideen für eigene Figuren und mindestens 20 Freunde, die Ideen für Figuren haben, die er doch bitte umsetzen soll und dafür kriegt er auch 50%. Warum soll er nicht einfach seine 100 umsetzen und warum die anderen? Und das ist genau der Punkt. Du musst irgendwas können, wenn du ein Spiel entwickeln willst. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du ein Problem. Und wenn du Programmierer bist, vielleicht in einer Company und machst Excel-tabellenmäßige Anwendungsprogramme. Irgendwelche Eingabenmasken für irgendwelche Datenbanken. Du kannst programmieren. Mag sein. Aber du bist deshalb noch kein Game Designer. Und wie diese Spiele enden, haben wir auch gesehen. Ich sag's mal ganz übel, aber es gibt da so ein Spiel, das hieß Software. Oh Gott, ich muss es googeln. Moment. Ich muss gerade mal gucken, wie hieß das Ding denn? Software? Nicht Software Inc. Es wird mir nicht mal mehr vorgeschlagen. Es ist untergegangen schon. Ich habe sogar angespielt und weiß den Namen nicht mehr. Das sagt schon viel aus. Komm, gib mir mal irgendwo eine Liste, wo ich suchen kann. Neuerscheinungen ist es nicht, Angebote ist es nicht. Ha, Gott sei Dank, ich muss in meiner eigenen Bibliothek suchen. Software Company, genau. Am 17. Juli gab es die letzte News davon. Ausgeglichene Bewertung, 15 Reviews. Ich habe nicht empfohlen, aktuell Pre-Alpha, Fragezeichen. Wir warten gerne mal 10 Minuten ohne Aktivität auf die Fertigstellung vom Spiel. Ich kann es aufgrund der anderen Spiele dieses Genres daher leider aktuell nicht empfehlen. Im Moment nicht zu empfehlen. I received this game for free and honestly cannot recommend it. Ja, also mit anderen Worten, da hat ein Softwareentwickler ein Spiel programmiert. Und genau so ist es. Es hat kein Game Design.
Es funktioniert. Aber es hat kein Game Design. Die Grafik kommt aus Asset Packs, weil er kein Grafiker ist. Die Musik kommt aus Libraries, weil er kein Musiker ist. Die Programmierung funktioniert, weil er Programmierer ist. Aber es macht keinen Spaß, weil er kein Game-Programmierer ist, kein Game-Designer ist. Und es tut mir leid für diesen Entwickler. Zum 13. April released, am 15. Juli kam die letzte Meldung und ja, ausgeglichen. 15 Bewertungen ausgeglichen. Das muss man erstmal schaffen. Dass man bei 15 Bewertungen 53% positive Reviews hat. Also ich bewundere jeden, der ein Spiel entwickelt. Nicht falsch verstehen, ja, weil ich weiß, wie hart die Arbeit ist. Also Programmierer sein ist gar nicht mal so schwer. Wenn du als Programmierer wirklich hardcore was lernen willst, entwickelst du Spiele. Weil du brauchst da drin alles. Du brauchst in Spielen alles. Du brauchst in Spielen Grafik, du brauchst in Spielen Sounds, du brauchst in Spielen 3D, du brauchst in Spielen 2D, du brauchst in Spielen Netzwerk, du brauchst in Spielen Datenstrukturen, du brauchst in Spielen... Es gibt nichts Komplexeres wie Spiele. Betriebssysteme... Ja, Betriebssysteme sind eventuell noch auf dem Level. Aber alles andere... Nö, nicht wirklich. Alles andere geht in einem Bereich extrem tief, aber braucht sonst nichts. Wenn ich zum Beispiel hingehe und mache eine Grafiksoftware wie Adobe, ich brauche keine Musiker. Für was? Für was brauche ich einen Musiker bei Adobe? Ich brauche kein 3D, warum? Ist ein 2D Photoshop. Ich muss ein Foto laden, ich muss da drin bearbeiten können und muss es wieder raushauen können. Also mit anderen Worten, ich habe einen 2D-Grafiker, ich habe einen 2D-Programmierer, ich habe einen Systemprogrammierer, fertig. Ja, das ist ja das Schöne, was wir bei Software Inc. sehen. Komplexe Spiele in der heutigen Zeit brauchen 2D-, 3D-Grafiker, Soundingenieure, Musiker, Programmierer für System, 2D-, 3D-Netzwerk, Multiplayer, also... Es gibt nichts Komplizierteres wie Spiele, deshalb haben alle Spieleentwickler meinen höchsten Respekt. Vor allem, weil du bei Spieleentwicklung ja auch noch was haben musst, was dann heißt Game Design, Playability, die Zone musst du finden. Und wenn du das alles geschafft hast, dann hast du ja nur die Software und noch nicht die Kunden. Da musst du ja erstmal publik machen, dass es diese Software gibt. Und wenn Marketing-Leute, die extrem gutes Marketing können, ein Spiel namens Day Before bewerben, die haben wahnsinns Marketing gekonnt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich bewundere diese Entwickler für ihr Marketing, nicht für ihr Spiel, für ihr Marketing. Und sie machen am ersten Tag 200.000 Sales. Damit sollte man eigentlich finanziert sein. Und dann kriegen sie aber, weil das Spiel so schlecht ist, über 100.000 Refunds. Ich muss lachen, sorry. Dann zeigt das, das waren sehr gute Marketingleute und ganz, ganz schlechte Entwickler und vor allem überhaupt keine guten Grafiker. Deshalb haben sie Asset Packs gekauft und vielleicht auch gar keine wirklich guten Musiker. Vielleicht haben sie deshalb auch Musik gekauft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit dem Spiel nicht wirklich beschäftigt. Ich sag nur, es ist, es ist halt traurig und wir leben in einer Zeit, wo halt jeder Spiele machen kann. Also ich meine, die Unity Engine hat eine Zeit lang dafür geworben. Ihr müsst kein Programmierer sein, ihr müsst nur Designer sein, ihr müsst ein paar Codeblocks zusammenklicken und könnt dann Spiele entwickeln. Und einer der erfolgreichsten YouTuber, was die Spielebranche angeht, ist einer, der Marketing kann und ist einer, der Grafik kann und der gar nicht programmieren konnte. Der hat sich Programmieren erst beigebracht nach seinem Erfolg. Damit er im zweiten Spiel ein bisschen mehr programmieren kann, hat er Programmieren gelernt. Ähm,
Und vielleicht liegt es auch an uns Spielern. Wir lassen uns zu sehr hypen. Wir müssen anfangen, die Welt anders zu sehen. Wir leben nicht mehr in einer Phase, wo der Publisher für uns die Entscheidung trifft, ob ein Spiel das Licht der Welt erblickt. Das liegt an uns. Es liegt an uns, die guten Spiele zu finden und diese zu promoten. Es liegt an uns, die schlechten Spiele auszusortieren und zu sagen, hört mal zu, Vorsicht hier, Vorsicht da. Und es liegt nicht mehr an einem Publisher irgendwie. Also es gibt nicht mehr den Publisher, wie es den früher gab. Es gibt nicht mehr den Gatekeeper. Wenn du $100 hast, und ich sag's mal so, jeder, der Millionär werden will, findet irgendwo auch $100. Ja, dann machst du in Osteuropa aus 95 Asset Packs mit 2-3 eigenen Programmierzeilen irgendwie ein Spiel und bringst das Ganze auf Steam für $100, die dir vielleicht noch Tante Ilse leiht. Und wenn du dort 10.000 Käufer findest, die das Ding positiv reviewen, hast es geschafft. Und eventuell stellen die das Spiel aus irgendwelchen Gründen ein oder kommt kein Update mehr oder sie machen noch ein zweites, weil es hat ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert und kassieren nochmal ab, ja? Und bevor sie dann ihr Studio schließen und sich mit den 24 Millionen, die sie haben, einfach zur Ruhe setzen. Wenn ich in Osteuropa wohnen würde und wäre irgendwie ein paar 20-Jähriger, der ein bisschen programmieren könnte, ich würde es nicht anders tun. Was haben die sonst für eine Zukunftschance? Da gibt es nicht die Jobs, die es hier gibt. Da gibt es nicht die... Wenn dich da drüben auf die Straße klebst, fängst du dir eine Kugel von einem Polizisten. Sagen wir es mal so. Ja, also das heißt, die Träume, ich sehe das halt, wenn ich Videos angucke, dass diese junge Generation, die da draußen rumläuft, träumt, Millionär zu werden. Und sie machen sich Gedanken, wie sie es werden. Und die in Osteuropa, die haben es halt rausgekriegt, wie man es wird. Die haben rausgekriegt, du musst einfach nur ein paar weirde Assets zusammenklicken und ein bisschen Code dazu schreiben und dann hast du irgendwie einen Top-Banger. Und wenn es dann halt ein Deutscher versucht, ein paar Assets zusammenzuklicken für eine Wirtschaftssimulation, dann hat er nur 15 Verkäufer. Das Marketing von Software-Company war so dermaßen schlecht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den gesucht habe, um einen Review-Code zu kriegen. Der war nirgendwo vertreten. Der hat sich keine Gedanken gemacht, wie er das Ding promoten soll. Es gab keine Devlogs, es gab kein gar nichts. Es gab diese Steam-Page und also das schlechteste Marketing, was ich jemals gesehen habe. Und daran merkst du, der Typ war einfach Programmierer. Der war schlicht und ergreifend einfach nur Programmierer. Der hat keine Ahnung, wie man Spiele verkauft. Der hat keine Ahnung, wie man Grafik macht. Der hat keine Ahnung, wie man Sound macht. Der hat keine Ahnung, wie man Musik macht. Der hat keine Ahnung, wie man ein gescheites Spiel programmiert. Der hat keine Ahnung, wie man ein Spiel designt. Der hat keine Ahnung, wie Gameplay funktioniert. Und er hat keine Ahnung, wie man das Spiel verkaufen soll. So würde ich das mal interpretieren, was ich da gesehen habe. Es gehört zu einem Spiel so viel dazu und deshalb hat jeder meinen Respekt, der sich daran wagt und ein Spiel entwickelt. Ich habe 2 Spiele raus auf dem Markt. Beide kostenlos. Das eine ist ein Pong-Klon, das andere ist ein Breakout-Klon. Das sind nicht mal eigene Ideen. Es ist der pure Programmierskill in Anwendung gebracht mit Spielideen, die ich von anderen geklaut habe, kopiert habe, zum Lernen, zum puren Lernen. Jemand, der ein Spiel macht wie Big Ambitions, der hat eine Vision. Aber auch bei dem merkst du, dass der von Game Design keine Ahnung hat. Der programmiert mal drauf los oder lässt mal drauf los programmieren und aus irgendwelchen Gründen finden sich da drin irgendwelche Genres, die das Ganze dann geil finden und dann richtet er sich einfach nach der Masse und der Rest hat halt gelitten. Egal, was vorher in der Marketing-Ankündigung drin stand, von wegen Open World Business Simulation Sandbox irgendwas, kannst vergessen. Wenn das Spiel 90.000 User hat, die alle da drin die Sims 95 sehen,
dann macht der aus dem Spiel die Sims. Und wenn dann halt nur 5000 da eine Wirtschaftssimulation wollen, haben die halt geloost. Und das ist reines Opportunitätsdenken. Das ist da, wo ich land, wo ich meine Fans finde, da entwickle ich weiter. Und ich weiß nicht, also ich würde es nicht anders machen an seiner Stelle vielleicht, ja. Wobei ich vielleicht eine Idee im Kopf hätte, wo ich denn hin will und würde das Spiel dahingehend auch entwickeln und würde dann hoffen, dass ich dort meine Käufer finde. Ich habe ja so die Befürchtung, dass wir in Big Ambitions irgendwann Autos sehen, Gangster spielen können und Schießereien auf der Straße haben, weil es Leute gibt, die sagen, ey, das ist ja wie GTA. Und der Entwickler einfach sagt, ja, wenn die das schon so sehen, dann machen wir das doch einfach draus. Ja, das sind ja schon 50% vom Weg sind ja schon geschafft. Und das sind einfach so die Punkte. Wir dürfen nie vergessen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder, der eine Idee hat, sich die Unity Engine oder die Unreal Engine runterladen kann und kann da drin ein Spiel entwickeln. Und wir leben in einer Zeit, wo es eine Vertriebsplattform gibt, wo du das Spiel weltweit für $100 Investitionen auf eine Plattform bringst, wo es die ganze Welt sehen und kaufen kann. Und es gibt nicht mehr den Gatekeeper, der darauf aufpasst, dass da kein Schund landet. Wenn heute ein 13-Jähriger aufwacht und sagt, ich will das neue GTA programmieren. Und er macht eine Steam-Page und macht einen Early Access und startet einen Vorverkauf und die Leute kaufen das. Und er kriegt dann hin, irgendwie einen Trailer zu machen, der die Leute animiert und dort fließen hunderte Millionen zu dem. Und er kommt dann mit einem Prototyp rüber, der aussieht wie Pong, weil er eigentlich gar nicht entwickeln kann. Wessen Schuld ist das? Die vom 13-Jährigen, von seinen Eltern oder von den Käufern? Und das ist die schwierige Frage, in der wir heute stecken. Diese Frage wirft diese Zeit, in der wir leben, auf. Und die werde ich auch nicht hier in dem Video beantworten können. Ich wollte euch einfach nur mal zum Denken anregen. Weil wir viel zu schnell schreien, Scam, Fraud, Betrug, Abzocke oder irgendwas, was wirklich gut programmiert ist, ein solides Design hat, wo 20 Leute gut dran gearbeitet haben, als altbacken zu bezeichnen. Also versteht mich nicht falsch, wir urteilen über Spieler teilweise zu schnell aus der Sicht, was wir uns vorstellen, wie es sein könnte, ohne in Betracht zu ziehen, was dafür geleistet werden muss. Es sind meistens auch Spieler, die Spiele entwickeln wollen und die dann anfangen, programmieren zu lernen, weil sie irgendein Spiel gespielt haben, wo sie gesagt haben, ja, aber das und das wären im Spiel noch cool und im Prinzip lernen sie genau deshalb programmieren. Sie wollen dieses Spiel mit diesem und diesem Feature erweitern, um es auf den Markt zu bringen, weil sie glauben, das wäre dann das bessere Spiel. Und die meisten Spiele, die gespielt werden, sind halt Spiele wie GTA, World of Warcraft, Skyrim und so weiter. Und das sind die Projekte, mit denen Spieler starten wollen, Spiele zu entwickeln, wenn sie zum ersten Mal programmieren wollen. Und die Foren sind voll von Leuten, die ein Team suchen, um das nächste Skyrim, das nächste WoW oder das nächste Grand Theft Auto zu programmieren. Die Foren sind voll von diesen Menschen. Und wenn du diese Menschen fragst, wie viel Programmiererfahrung hast du, wenn du Glück hast, einen, der ehrlich ist und der schreibt, noch gar keine, ich fange jetzt an zu lernen. Und das ist das Problem, in dem wir stecken. Wo beginnt Betrug und wo ist es einfach die Dummheit dessen, der das Spiel entwickelt? Oder die Dummheit dessen, der es kauft? Ja. Wir leben in einer Vollkasko-Gesellschaft und schreien deshalb oder denken deshalb immer, der andere ist schuld.
Weil wir können ja gar nichts falsch machen. Wir werden ja überall beschützt vom Falschmachen. Und wenn ich doch auf einem Steam Store, dem ich doch so vertraue, ein Spiel kaufe, gehe ich doch von aus, dass die geprüft haben, wer das da hochgeladen hat. Und dass da wirklich was existiert. Und ja, die prüfen auch, ob da wirklich was existiert und ob das alles funktioniert. Und die lassen nicht jeden in Vorverkauf starten. Trotzdem rutschen Dinge durch, wie zum Beispiel The Day Before. Weil, also, wenn das irgendjemand bei Steam vorher Probe gespielt hat oder geguckt hat, dass das Ding wirklich existiert, der muss doch gemerkt haben, dass da die Videotrailer mit dem Inhalt nicht übereinstimmen. Also mit anderen Worten, es gibt ein bisschen Kontrolle, aber verlasst euch nicht auf die. Und wenn ich heute irgendwie ein Spiel ankündigen würde mit einem Wahnsinnstrailer auf YouTube von einer Community, die ich aufgebaut habe mit ganz anderen Sachen, und würde eine Steam-Page machen und würde Wishlists kriegen und würde dann in Early Access starten, und es wäre nur das Hauptmenü, was ich veröffentliche, und würde argumentieren mit, das ist momentan nur das Hauptmenü, der Rest kommt noch. Und wird Käufer finden, die dafür 49,99 bezahlen. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist die Schuld von mir oder von Steam oder von dem, der glaubt und hofft und Fan ist und Geld ausgibt. Das beste Beispiel ist Cities Skylines 2. Ich wollte Cities Skylines 2, weil ich ein Fan der Spieleserie bin und gedacht habe, Colossal Order kann es gar nicht verkacken. Die haben ja schon mal abgeliefert. Und habe mir das 90-Euro-Pack gekauft, weil ich das Spiel suchten wollte mit euch. Und ich habe es seit dem ersten Stream, nicht mehr angerührt. Das Ding war so voller Bugs. Es läuft so unperformant. Es ist schon fast eine Frechheit, 90 Euro zu verlangen. Aber ist das die Schuld vom Entwickler, vom Publisher, von Steam oder von mir, dass ich es gekauft habe? Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Leute, die beschimpfen mich und sagen, ja, du kannst doch nicht sagen, das ist eine Betrügerfirma, weil du warst doch so blöd und hast gekauft. Ich habe gewartet. Herzlichen Glückwunsch, dass du gewartet hast. Marketing, Werbung habe ich irgendwann mal gelernt. Muss immer ehrlich sein. Alles, was du sagst, muss der Wahrheit entsprechen. Nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. So habe ich Marketing gelernt. Lieber Kunde, diese Software kann, was sie wollen. Ist eine Aussage, die stimmen muss. Dass er für die Software vielleicht einen neuen Computer braucht, muss ich vielleicht noch nicht dazu sagen. Aber sie muss machen, was der Kunde will. Und wenn der Kunde die dann kauft und sagt, läuft bei mir nicht, kann ich immer noch sagen, ja, sorry, vielleicht ist Ihr Computer zu schwach. Ja, da haben Sie mich nicht drauf hingewiesen. Sie haben nicht gefragt, lieber Kunde. Und er kann mir nichts. Ich habe ihn nicht einmal angelogen. Hätte er gefragt, hätte ich gesagt, Ihr Computer schafft es nicht. Weil alles, was ich sagen muss, wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen. Das habe ich im Marketing gelernt. Das habe ich im Verkauf gelernt. Und ich hatte irgendwann mit dem Weglassen von gewissen Informationen ein Problem. Weshalb ich nicht mehr im Vertrieb arbeite. Weil wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, kann die Software, was ich will? Und ich sage, ja, kann sie. Und er fragt, läuft die auf meinem System? Und hinter mir steht einer, der sagt, sag ja. Und ich weiß, nein. Und der hinter mir sagt, aber sag ja. Und ich sage dann, nein, läuft nicht auf ihrem System. Und ich deshalb Ärger mit meinem Chef kriege, dann bin ich in der falschen Branche. Und das wird heutzutage erwartet. Heutzutage ist der Vertrieb näher am Betrug als am Verkauf. Weil teilweise wird dir das Goldene versprochen und das Platine geliefert. Und teilweise wird dir das Goldene versprochen und ein Haufen Scheiße geliefert. Es kann beides passieren. Beim einen hast du ein gutes Geschäft gemacht, beim anderen bist du voll baden gegangen. Und sie lügen doch alle. Sie lügen doch mittlerweile alle. Und so leichtfertig lügen sie.
Es geht mir langsam auf den Keks. Wo ich hingucke, werde ich belogen. Das ist kein Marketing mehr, das ist kein Verkauf mehr, das ist belogen. Als ich gesagt habe, ich habe so massive Internetprobleme mit Anbieter A, hat Anbieter B zu mir gesagt, bei uns werden sie diese Probleme niemals haben. Das ist eine Lüge, das kann er nicht sagen. Das war mir in dem Moment bewusst. Dann habe ich gesagt, wenn es anders ist, kann ich mich an sie wenden. Ja? Weil ich wusste, das ist eine Lüge. Er kann es mir nicht garantieren, dass sie nicht die gleichen Probleme haben werden wie Anbieter B. Anbieter A, Entschuldigung. Und das sind wir mittlerweile so gewohnt, dass wir irgendwo belogen werden, dass wir das den Leuten auch noch durchgehen lassen. Wenn mich jemand belügt im Verkauf, kaufe ich bei dem normal nichts mehr. Es sei denn, ich bin wirklich darauf angewiesen, das Produkt zu kaufen. Dann ist mir egal, was er lügt. Dann habe ich mich selber so gut informiert, dass es für mich sowieso kein Problem ist. Weil ich alles weiß und er kann mir erzählen, was er will und es ist mir scheißegal, weil ich habe meine Meinung schon vorher gebildet. Aber versteht mich nicht falsch, wenn ich über Steam drüber gucke, was versprechen die Leute denn alles, wenn ich mir die Spiele angucke, die absoluten Neuheiten. Was versprechen sie denn alles? Tora, The Beginning. Ein Loot-Shooter mit Grafik aus einem Asset-Pack, sehe ich schon direkt, wenn ich den Charakter sehe. Man hat mir dafür einen Key angeboten, das Spiel ist kostenlos spielbar auf Twitter, auf Steam. Ist kostenlos spielbar, man hat mir einen Key angeboten dafür. Der Spieleentwickler hat genau ein Spiel auf dem Markt. Tora Survival, bald verfügbar. Tora The Beginning, ab 8. Dezember kostenlos verfügbar. Also für dieses Kostenlose hat er mir einen Key angeboten. Die Grafik kommt komplett aus einem Asset Pack. Das sehe ich. Ich sag euch direkt. Unity Engine, Asset Pack. Poly, wie heißen die? Von denen habe ich auch viel. Das sehe ich schon, wenn ich die Charaktere sehe. Die Charaktere sehen eins zu eins aus, die Autos sehen aus, oh Gott, sieht alles aus. Das ist alles Asset Pack von diesem Anbieter der 3D Assets. Kostet Asset Pack um die 50 bis 150 Euro. So, und die machen Tora Survival. Und sie haben auch schon Dislikes und sie haben sehr viele, die es mit Amazing und Bravo und Super bewerten. Tora ist ein Survival-Spiel mit einer offenen Welt und einzigartigen Charakter- und Herstellungssystem. Baue und erweitere deine Basis, um die Zombie-Apokalypse zu überleben. 268 Spieler haben es sehr positiv bewertet, mit 83% positiv. Und das Spiel ist ein Acid-Flip. Das Spiel ist ein Acid Flip. Tora ist eine Insel, die von Zombies überrannt wurde und viele Orte beherbergt, die erkundet und geplündert werden wollen. Kann stimmen. Du kannst deine Basis bauen, Ausrüstung herstellen, verbessern sowie viele einzigartige Orte erkunden und Material und Ausrüstung erbeuten. Ihr hört da dran, das sind Sätze, die können alles bedeuten von ich stolper über die Orte, die ich erkunden kann, weil die sind auf 3 Quadratmetern. Das kann bedeuten, ich habe eine riesige Welt, wo ich umherstreife und die Orte erkunden kann. Das ist so eine Aussage, die kann alles bedeuten. Wenn ich sehe, dass einer schon Assets flippt, glaube ich, dass die Welt nicht so groß ist, wie wir sie uns vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die einzigartige Charakter- und Herstellungssysteme haben. Ich glaube, dass diese Herstellungssysteme auch aus irgendwelchen
Skripts kommt, die gekauft wurden und die im Prinzip genau das gleiche sind, was wir schon in vielen anderen Spielen gesehen haben. Und das ist das erste Spiel von denen. Aber wenn ich mir angucke, was der Publisher so gemacht hat bis jetzt. Cyberpunk Basim. Latte-Stand-Tycoon. Ein Spiel, was 67 Cent kostet und durchschnittlich bewertet ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so den Glauben daran schon so instant verloren, wenn ich mir angucke, von wem das kommt. Also versteht mich nicht falsch, aber das müssen wir lernen. Wir müssen recherchieren, bevor wir Geld ausgeben. Und das möchte ich euch mit diesem Kommentar einfach mal erklären. Also es gibt ein Produktkalkulationsvideo drüben auf meinem anderen Kanal One Buck Games, der auch unten auf meinem Kanal verlinkt ist. Da habe ich mal ein paar Produktkalkulationen gemacht, was denn die Entwicklung von einem Spiel kosten würde und so weiter und so weiter. Und ihr seht, dass selbst einfache Spieleprojekte ganz schnell in 5 Millionen Beträgen enden, die eigentlich kein normaler Sterblicher zu Hause rumliegen hat. Und dass man dazu Asset Packs greift, ist mehr oder weniger verständlich. Und ich bin da ganz ehrlich, ich würde ohne Asset Packs, wenn ich ein Spiel machen würde, auch nicht auskommen. Weshalb ich kein Spiel mache. Weil was nicht von mir kommt, mag ich ungern verkaufen. Andere sehen das anders. Vielleicht bin ich deshalb auch eine arme Sau und andere Millionär. Ich weiß es nicht. Ich habe gewisse moralische Bedenken und kann gewisse Dinge nicht tun. Aber ich weiß, dass es andere tun. Und ich sehe, dass sie damit erfolgreich sind. Und wenn ich sehe in Pioneers of Pagonia, dass es alles von Grund auf entwickelt, alles im Studio gemacht, kein einziges Asset hinzugefügt, keinen einzigen externen Entwickler dazu geholt, die Musik selbst komponiert, die Grafik selber designt. Da sind Profis am Werk. Und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, das Spiel ist altbacken. Für 29,99 im Early Access ist ein Spiel, was komplett von einem Hersteller gemacht wird, in Deutschland. Zu deutschen Löhnen und deutschen Strompreisen altbacken. Ehrlich jetzt. Ja, dann spielt halt weiter. The Day Before. Das ist nicht altbacken, das ist nix. Das ist vom Markt des Studios pleite. Das war ein Asset Flip. Aber ist halt nicht altbacken. In dem Sinne. Bin ich aus diesem Kommentar einfach mal raus und sag: Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ und unterhaltsam für euch, das Ganze hier anzugucken. Und vielleicht hat der ein oder andere neue Denkanstöße bekommen, wie er in Zukunft Spiele bewerten sollte. Und vielleicht versteht er auch das ein oder andere Mal, wo ich ziemlich hart bin mit einem Spiel. Obwohl ich doch eigentlich so viel Verständnis habe für Spieleentwickler. Ich bin raus. Macht's gut. Bye-bye.